YouTube, Indie Horror ist back auf dem Kanal. Wir spielen heute wieder gemeinsam ein kleines, feines Indie Horror Game, das sehr gut auf Steam bewertet wurde. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es kostet 3,99 € und hat sehr gute Bewertungen. Das reicht, oder? Ich meine, braucht man mehr Ansprüche im Indie-Horror-Bereich? Ich glaube nicht. Wir sind natürlich wie immer live auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr live mit dabei sein wollt. Ansonsten bewerten und kommentieren. Und eine Sache: Schreibt bitte mal in die Kommentare, welches Indie-Horror-Spiel, das wir natürlich noch nicht gespielt haben, soll ich mir unbedingt ansehen. Das wollt ihr hier auf dem Kanal unbedingt sehen. Schreibt es rein und wir starten jetzt mit einem neuen Spiel. Gott, bin ich verkatert. Schmerztabletten und Rotwein. Ganz, ganz tödliche Mischung. Wo bin ich? Telefon? Warte mal, erstmal Licht anmachen. Hallo? Jemand hier oder bin ich hier ganz alleine? Was für eine hässliche Puppe. Und was für ein hässliches Kind. Finally, this is the fourth time I've tried to get a hold of you. What were you doing? Doctor, I'm sorry. Jesus, you weren't sleeping, were you? Of course not, Doctor. Never mind. How's Lily doing? She around? She's upstairs playing at the moment. But I can go get her if you give me just one second. Don't worry about it. I do need a favor, though. I'm gonna be later than expected. Could you extend your shift? Absolutely anything for you, Doctor. That won't be the problem. You just have to let me know when you'll be back. Thanks, you're a lifesaver. Go ahead, do her cake. It's in the kitchen. After, get her present and give it to her before she goes to bed. It's a rabbit doll in my room. Upstairs, across from Lily's. It'll be in one of the cabinets. Did you get all that? Yes, I've got all that. The cake is in the kitchen, and you've left a rabbit doll for her in your room. Good. I'll call back in a little bit to check up on things. Thanks again. Okay, ich bin also eine Babysitterin, und Mary heißt sie, und Mary klingt irgendwie ziemlich zugedröhnt, oder? Okay, Doktor. Ah, ja, der Kuchen, der steht hier drüben. Die hat schon ein Stück gegessen. Schön. Und irgendwo gibt's noch ein kleines Häschen, das ich finden muss. Was hat die Kleine gemalt? Ziemlich gut. Pretty good drawing. For a 10-year-old. Wow. Einzelschülerin. In Musik aber ein C. Arithmetik. Lily. Wonder where she went off to. Was hat sie denn hier? Den Doktor gemalt, ihren Daddy. Und ein Schmetterling. Das Spiel heißt ja Blink. Blinzeln. Und anscheinend blinken wir sehr viel. Oh, guck mal hier. Sie hat die Doctor Who Sammel-DVD-Box. Ja, also deswegen ist Lily natürlich ein verdammt cooles Kind. Okay, wir brauchen eine Taschenlampe. Licht an, Licht aus. Was ist das hier? Eine Abstellkammer? Ganz schön dunkel hier drin. Man sieht gar nichts. Bitteschön, bitteschön. Lily? Lilylein. Was für eine unheimliche Puppe. Kommt in klassischem Gelb. Große blaue Augen. Sammelt sie alle. Okay, ihr Vater sammelt also widerliche Puppen. Das ist ein schönes Hobby. Fall geschlossen. Colorado Springs Police Department. Eine vermisste Person. ...1954, die Klinik.
Okay, für einen Bunker. Und auch hier wurde wieder gezeichnet. Das macht alles... War da eben gerade jemand? Moment mal. War da eben gerade jemand oder bin ich blöd? Dieses Blinzeln macht mich vielleicht auch total irre. Was ist das denn hier? Ich habe irgendwas gefunden, das sich vor mir auflöst. Spätestens jetzt würde ich das Haus verlassen und auf die kleine Lilly scheißen. Okay, was für ein Arzt ist das und was war da eben gerade für eine merkwürdige Kreatur? Und wie gesagt, das Blinzeln macht dich irgendwie total gaga im Schädel. Die hat irgendwie Dreck im Auge oder so. Lily! Okay, sie will im Moment alleine sein, aber sie kommt später raus. Maybe I should give her a present. Maybe that will cheer her up. Okay, und wo ist ihr Geschenk? Wow, hey. Lizenzmusik? Das ist mein schlimmster Feind. Ja, da haben wir hier so ein kleines hässliches Häschen. Moment, da ist ja noch eins. Zwei hässliche kleine... What? Welcome back. Wall-breaking news. Real news from real people. A small Colorado town is still shaken by the disappearance of Grace Patterson. A babysitter who attempted to kidnap the girl she was watching over. The night of the kidnapping, the parents returned home earlier than expected. When they arrived, they found Patterson driving away in a hurry. Patterson ended up in a high-speed chase with the parents following the abduction, with the child in the back seat. Patterson lost control of the vehicle, ramming into a tree, ending the pursuit. By the time law enforcement arrived, Patterson was gone, though the girl was safe, sustaining only minor injuries. Patterson, aged 18, had been babysitting for the couple for about a year before the incident. Neither the detectives or parents are aware of the incident. Okay, was? Hä? What? Okay, eine Babysitterin, die ein Kind entführt, ein junges Mädchen, die Eltern haben sie aber verfolgt. Nachtfalter? What? Was geht denn hier ab plötzlich? Ja, die Eltern haben sie... Oh, Scheit! Die Eltern haben sie verfolgt, die ist gegen Baum gefahren, ist aber verschwunden. Aber das kleine Mädchen hatte nur ein paar Schrammen und wurde gerettet. Okay, habe ich jetzt den Hasen eingesammelt oder... Warum geht hier alles von alleine an, hä? Warum geht hier alles von alleine an? Hit the road, Jack. Okay. Hit the road, Jack. You don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Won't you come back no more. What you say? Was war das denn? Okay, die Göre ist immer noch da drin, oder was? Und wo ist jetzt Mr. Bunny? Mr. Bunny! Lily. Robbie, der Hase. Was steht da? We are not moving, marrying, moving? Weirdo, gross,
neuer Babysitter. Grace. Hier steht der Name Grace, aber sie ist Mary? Dann hier klick, klick, klick. Mama ist nur am Schreiben. Grace hat mich mitten in den Park genommen. Als wir zurückgekommen sind, hat meine Mutter immer noch getippt. Wir haben etwas gefunden von der Vergangenheit des Parks. Grace hat gesagt, dass was wir gesehen haben, sollen wir für uns behalten. Grace beobachtet mich weiter. Crash, Boom, Bang. Autounfall. Okay, ich glaube nicht, dass wir Grace sind. Vielleicht ist Grace irgendwie so eine Art... Vielleicht war Grace diese Gestalt... Lily! Die wir gesehen haben. Lily, ich komm gleich. Ich muss ja noch Dinge nachlesen und forschen. Schreiben wie Hemingway. Also die Mutter war Schriftstellerin, der Vater ist Arzt. Aber die Mutter ist weg. Und das... Moment, das sind dann die Eltern, die diesen Vorfall hatten... Dass ihr Kind quasi versucht wurde, vom Babysitter gekidnappt zu werden. Also, wenn mir sowas passieren würde, ja, ich habe einen Babysitter, der mein Kind entführt. Ich sag euch, wie es ist, ich würde nie wieder mein Kind irgendeinem Babysitter anvertrauen. Ist das Rotwein oder Blut? Ich brauche unbedingt eine Taschenlampe. Lily? Ach du heilige Kacke. Warum habe ich immer so Kackjobs? Ist das Blut? Sind das kleine Babyfüßchen? Lily? Schon wieder diese widerliche Puppe. Was ist mit dieser... Oh Gott, was ist das? Was ist das für eine widerliche Puppe? Ist das ein... Ist das E.T.? Ich habe halt keine verdammte Taschenlampe. Hallo? Ich habe Dreck im Auge. Kurze Auszeit. Hey, Licht ist kaputt. Irgendwas über Fotografie und die Natur bannen. Sie wartet. Erinnere dich daran, was Mom gesagt hat. What? Warum ist da jetzt ein Pfeil? Woher kommt die Musik? Woher kommt die verdammte Musik? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab... Au, ich hab mir den Fuß gestoßen in der verdammten Dunkelheit. Und dazu... Komm ich da runter? Warte, Moment. Ich komm da nicht runter. Was ist das? Wer macht diese Geräusche? Moment, hier geht's. Gibt's hier irgendwo eine Taschenlampe? Hier ist wieder ein Pfeil. Die Tür ist zu. Hier ist ein Schmetterling. Hier komme ich nicht hin. Ich muss doch irgendwie runter. Hier ist was im Weg. Das Spiel ist einfach... Ja, die Tür war im Weg. Jetzt geht's. Gott, das Spiel ist halt echt dunkel. Wird Zeit, dass ich hier meine Taschenlampe bekomme. What the... Oh Gott, ey! Was zum... Was? Bin ich in einem Krankenhaus, in der Nervenheilanstalt... Camp.
Okay, es geht irgendwie um Erinnerungen. Eine pharmazeutische Firma. Hello? Okay. Natürlich muss es wieder irgendwelche Gruselpuppen geben. No second photo. Spyglass Detective Agency. Augen blau, Haare blond, long hair. Ich höre noch hier die Kassette. Geburtstag, der Party, 52 Jahre alt. Oh, eben gerade dachte ich, hier steht jemand, aber das ist nur eine Schaufensterpuppe. Warum bin ich jetzt in so einem alten Labor? Okay, der ich soll den Kreislauf stören, unterbrechen. Welchen denn? Den Kreislauf der Finsternis? Es ist geschehen wie ein Uhrwerk. Jedes Mal, wenn ich Lilly fertig ins Bett gebracht habe, spielt das Radio gegenüber im Raum einen merkwürdigen Song. Und dann schaltet es sich zurück. Ich dachte erst, es wäre ein automatisches System. Doch heute Nacht ließ sich Lilly oben für eine Stunde. Eine Stunde später als üblich. Und ich fing auch nicht an, mit ihr zu spielen, sofort nachdem ich sie ins Bett brachte. Ich rufte wieder. Hier ist wieder der Arzt. Hieß er nicht so, Dr. Wieder? Ich sagte wieder, dass ich jemanden in diesem Zimmer gesehen habe. Er kam so schnell wie möglich nach Hause, öffnete die Zimmertür und dort war nichts. Ich weiß, dass das nicht alles in meinem Kopf ist. Irgendwas geht hier vor sich. Okay. What? Jetzt ist hier eine andere Tür. Okay, die ist in irgendeiner Schlaufe und es ist gekoppelt an das Mädchen. Was zum Geier? Also Dr. Wieder hieß doch der Typ am Telefon. Ich fing nun an, zufällig mit ihr zu spielen. Ab und zu rannte ich nach oben die Treppen, wenn ich sie hörte. Ich weiß, irgendetwas ist hier und versucht sich mit mir anzulegen. Tja, wenn es nur versperrt wäre, warum ist dort kein Schlüssel für diese Tür? Und da beginnt es erneut. Es spielt sich immer und immer wieder von vorne ab. Ich muss Lilly fragen, ob sie es auch hören kann. Okay, sie kann es nicht hören, selbst wenn ich es direkt vor ihrem Schlafzimmer abspiele. Sie muss irgendwie daran beteiligt sein. Okay, was geht hier los? Die ist hier in einer Schlaufe gefangen und jedes Mal ist der Ablauf gleich. Sie bringt das Kind ins Bett, spielt noch mit ihr ein bisschen und dann plötzlich beginnt das Radio eine merkwürdige Melodie zu spielen. Sie sieht irgendeine Gestalt
Und der Arzt, als er davon erfuhr, der ist sofort losgerannt und hat gesagt, oh Gott, ich guck rein ins Zimmer und dann war da nichts. Und Lily nimmt es aber alles nicht wahr. Jetzt bin ich vor der Tür und höre zu. Ich habe es nie davor bemerkt, aber jemand erzählt etwas in diesem Lied. Diese Tür kann nicht verbergen, was sie sagen. Wenn ich nur näher dran wäre. Und wieso gibt es dafür keinen Schlüssel? Was sagt der mir? Ich muss da unbedingt rein. Und wenn es mir irgendwelche Antworten gibt. Antworten über diesen merkwürdigen Song. Ich muss da unbedingt rein, selbst wenn ich die Tür mit Gewalt öffne. Ich kann sie jetzt endlich hören. Jetzt macht alles Sinn. Aber wer das geschrieben ist, ist aus der Sicht des Doktors. Hier liegt wieder diese ekelhafte gelbe Puppe rum. Wow! Ich habe den Deal umgedreht. Doch ich möchte nicht noch lauter werden. Ich habe irgendetwas Wichtiges übersehen. Warum wollen die nicht lauter reden? Ich muss unbedingt rein. Jetzt ist sie direkt beim Radio, aber sie kann sie immer noch nicht verstehen. Die Musik wird immer lauter und die Stimme immer leiser. Was? Jetzt kommt es auf einmal aus dem Wandschrank. Ich habe ihn geöffnet, aber nichts. Die Stimmen sind plötzlich überall. Es versucht mich zu verarschen. Es verarscht mich. Es verarscht mich, Lily. Die Musik hat aufgehört. Sie schreit. Ich weiß, was ich vergessen habe. Sie fängt an, es wieder von vorne zu starten. Ich bin nicht sicher hier. Okay, jetzt öffnet sich hier diese komische Bunkertür. Was ist aber für eine Anlage? Ich bin verwirrt. What the... Alright. Der magische Spiegel. Wow, 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 das war ich, oder wie? Und jetzt bin ich wahrscheinlich wieder im Haus. Bin ich hier in so einem Art Experiment? Nee, jetzt fängt alles wieder von vorne an. Ich wach wieder im Bett auf. Oh, oh, mein Schädel. Oh, Schmerztabletten und Rotwein. Oh, keine gute Mischung. Hm. Oh, es ballert, Alter. Das ballert. Okay. Ja, ja, ich komme ja schon. Was für ein hässliches Kind. Aber wo ist die hässliche Puppe? Finally, this is the fourth time I've tried to get a hold of you. What were you doing? Jesus, you weren't sleeping, were you? Never mind. How's Lily doing? Is she around? Don't worry about it. I do need a favor, though. I'm gonna be later than expected. Could you extend your shift? Thanks, you're a lifesaver. Go ahead, do her cake. It's in the kitchen. After, get her present and give it to her before she goes to bed. It's a rabbit doll in my room. Upstairs, across from Lily's. It'll be in one of the cabinets. Did you get all that? Good. I'll call back in a little bit to check up on things. Thanks again. Okay, jetzt heißt sie auf einmal nicht mehr Mary, nur noch Babysitterin, hat auch keine Stimme mehr. Ja, die hat sich wieder ein Stück gesnackedudelt vom alten Kuchen. Steinhartes Brot.
Oh, Moment. Die Staubdimension? Amateurradio? Das Bild vom Wissenschaftler ist weg. Aber die Doctor Who DVD-Sammelbox, die ist noch da. Und alles andere ist ja auch völlig egal, ne? Lily? Nein. Nein. Wie bediene ich das Ding? Jetzt spielt er das wieder ab. Ich will mir doch die andere Kassette anhören. Hier ist ein riesiger Wandsafe. Würde gerne wissen, was da drin ist. So, warte. Hey Lily, it's Daddy. I hope this message gets to you by your birthday. Your mom mailed me some of your drawings the other day. I must say you're getting much better. Like this one of you and mom in the park is... It's really good. And this one with you, it... Listen, Lily. I know you're probably getting tired of me being away all the time. But that's going to change very soon, okay? And now you've got a recording of me saying it. So before I leave, it'll be your job to play me this tape and remind me of my promise. Until then... Alright. Eine Kassette und die Mutti hat ihm irgendwie die Bilder zugemailt. War da wieder jemand? Stand da eben gerade jemand? Lily? Zigaretten? Waren die schon die ganze Zeit Zigaretten? So, Häschen. Ach, komm schon. Dieses irre Häschen. Jetzt geht die Kacke hier wieder von vorne los, oder was? What? Ich fühle mich auch irgendwie ganz matschig. Was ist das? Was zum Geier? Wow. Ist das ein Kackehaufen? Ich glaube, das ist nicht gut. Wenn ein Fahrstuhl solche Geräusche macht. Yo. Kann man da raus? Hallo? Hallo? Was sind das für Geräusche? Oh mein... What? What? Ich habe wieder irgendwas gesehen. Alter, leck mich am Ärmel. Wie jetzt? Moment.
Was zum Geier? Scott Malcolm. Senioranweiser 2. Er beobachtet meine Aktivitäten. 1973. Mr. Malcolm hat aktiv das Training an dem Subjekt für einen Monat geleitet. Malcolm spendet weniger soziale Interaktionszeit mit anderen Mitarbeitern und hat angefangen, Tabak zu konsumieren. Neben seiner Arbeit ist Malcolm ein Modellangestellter. Okay, eine Mitarbeiterakte. Und er wird Mitarbeiter des Monats. Bei der Camp Company. War er nicht mal ein Lichtschalter? Aber wo zum Geier bin ich jetzt? Was zum Geier ist das? Ist das eine Leiche? What? Okay, Mr. Malcolm, Mitarbeiter des Monats, zumindest vorgeschlagen. Yo, wo bin ich denn jetzt? Okay, er hat dann letzten Monat dann noch ein Angebot bekommen, um halt aufzusteigen als Senior Instructor. Und ihm wurde dann zum zweiten Flur Zugang gewährt, um mehr über die Camp-Forschung zu erfahren. Und das war so eine Standardprozedur, dass er dann auch noch für 4 Monate beobachtet wird, um halt, keine Ahnung, auf seinen Job psychologisch vorbereitet zu werden. Okay, das ist geschwärzt. Hier wieder. Und er hat freiwillige und bezahlte Forschungsteilnehmer gesucht. Doktor wieder. Also was haben die hier geforscht? Die Auswirkungen von Psychoterror auf eine junge Frau? Entsperre deinen Verstand. Und rauchen mögen die hier gar nicht, ne? Es ist irgendwie so ein aggressiver, militanter Nichtraucherverein. What? Ich hab irgendwas geöffnet. Der zweite Flur. Aber was genau? Kann ich hier irgendwas machen? Ich hab eine Tür geöffnet. Ich habe aber immer noch keine Taschenlampe, yo. Die Sachen hier sind im Weg. Irgendwelche Dokumente. Ach so, ich habe die Tür wahrscheinlich geschlossen, damit ich hier durch kann. Aber eins muss man im Spiel definitiv lassen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so ein Ding wird. Oh, God, please. Stop. Help. You're hurting me. Somebody
Okay, irgendjemand wurde verletzt, ruft nach Hilfe. Das hat mir jetzt auch nicht wirklich viel Informationen gegeben. Aber warum ist hier niemand? Hallo? Alter, der Laden ist gigantisch. Was zum Geier, die Fernseher? Eine Keycard. Du hattest recht. Sie beobachten mich. Sie beobachten mich, seitdem ich mich beworben habe oder ich habe versucht, mit dir in Kontakt zu treten, mit dir zu kommunizieren. Ich fühle, dass sie mir auf die Schliche kommen. Ich kann dir nicht zurückkehren. Ich werde dir jeden Beweis besorgen, den du brauchst, aber du musst mich unbedingt hier rausholen. Ich werde einen Trainingsfilm aufnehmen in 2 Tagen. In dieser Zeit werde ich jede Datei mir schnappen. Die ich kann. Ich muss weitergehen in diesen Wiederort, also wieder hier Wider. Schau kein Fernsehen oder höre nicht Radio. Scott Malcolm, okay. Scott Malcolm wollte also das hier alles aufdecken. Er war ja in einer höheren Position. Und er hat kommuniziert mit jemandem, also wahrscheinlich mit uns, über Radio und halt über diesen Song. Und er will auch alle Beweise und Daten rausschaffen, die er in die Finger kriegen kann. Das ist ein Ausweis. Hier geht's nicht weiter. Was zur Hölle? Monitore. Und sie haben ihn halt beobachtet, sie haben mich beobachtet, sie haben alles beobachtet. Naja, das ist ja das Standardprozedere, ne? Das ist das Standardverfahren, Mr. Malcolm. After hours, lockdown overridden. Welcome, Instructor. Aber ich bin ja nicht Dr. Malcolm. Oder doch? ...1973. Ganz schön modern für 1973. Was zum... What? Was ist das denn hier? Irgendeine alte Mine oder irgendeine Hütte? Wieder Living Room. Aufzug. Okay, kann ich auch wieder raus? Die Lobby. Die Haustür. Auf einmal ist es so still. Oh Gott! Was zum... Die Babysitterin? What? Boah! What?
Dankeschön fürs Spielen von Blink The Last Night. Die Story wird fortgesetzt im Lost Chapter. Ja, okay, also... Ja, also... Ja? Dr. Elijah wieder. Letta wieder. Lily wieder. Die Wieder-Family. Also... Es war irgendwie cool, aber irgendwie... Um was ging es jetzt genau? Irgendeine Forschung? Irgendwie Herr Mr. Malcolm, der engagiert war, aber auch sozial irgendwie abgegrenzt. Und er hat sich dann irgendwie da eine bessere Position erarbeitet. Und wurde dann halt überwacht, ob er für diese Freigabe überhaupt geeignet ist. Und irgendwie hat er dann aber erkannt, was sie da treiben. Was auch immer das ist. Und irgendeine... Nanny hat ein Kind entführt und die Eltern sind hinterher gecruised und haben die Nanny aber nicht gefunden, die ist verschwunden, aber das Kind wurde mit leichten Verletzungen gerettet und diese Nanny war dann irgendwie so eine Geistergestalt hier und what? Es ist also wirklich sehr abstrut und weird, also ihr könnt mich aufklären, wenn ihr sagt, ey Keys, komm mal, ich erkläre jetzt mal, worum es da ging. Ja, ist es irgend so eine Angstforschung oder es hieß ja irgendwie Unlock Your Mind und es geht auch irgendwie um Erinnerungen und alles, ist es irgendein Programm, womit man halt ein Traumata aufarbeiten will oder irgendeine Erinnerung bergen will, damit man damit vielleicht irgendwas anstellen will, aber wie verbindet das alles mit diesem Babysitter-Fall, es war halt nur irgendeine Verrückte, also ich kann da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel hineininterpretieren. Also die Atmosphäre war ganz cool, es hatte ein paar coole Effekte. Wo gibt's die Taschenlampe? Vielleicht habe ich die übersehen, aber wo zum Geier war die Taschenlampe? Ja, das war Blink. Es wird wohl weitergehen, irgendwann mit einem weiteren Kapitel. Es ist ein 4-Euro-Indie-Horrorspiel, dafür ist es okay, ne? Es ist okay. Eure Meinung zum Spiel in die Kommentare und eure Aufklärung auch in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss!